So, ihr Lieben, die Schüttelpizza ist fertig und mal wollen euch mal zeigen, wie schön die gebacken hat auf unserer Silikonbackunterlage. Und Sina, die hat auch einfach eine richtig schöne Farbe bekommen. Und wichtig ist auch hier noch einmal, der Marco hat sie so schön in der Hand, noch einmal unser Silikon Backhandschuhe, sage ich mal, weil die gehen wirklich hier, wie man sehen kann, schön bis an der Arm. Man kann sich nicht verbrennen. Ne? Und Marco, jetzt zeig mal schön, guck mal, ich gebe da hier die Palette, dass du zeigen kannst, wie schön sich ohne drunter die Schüttelpizza auch lösen tut. Das heißt also, es bleibt wirklich nichts dran hängen. Man kann sie, ah, sie ist jetzt natürlich jetzt noch sehr heiß, aber wir sind hier ganz mit dabei, dass der Marco euch zeigen kann, dass die überhaupt nicht hängen dort. Sina, man fährt dort runter, man gibt ihr jetzt natürlich noch ein paar Sekunden das Zeit, dass man, dass er auskühlen kann. Das ist bei Silikon immer ganz wichtig, aber hier kann man richtig schön erkennen, wo nichts klebe dort und die sich gleich richtig schön löse dort. Die hält ja auch durch die Silikonunterlage, die hat jetzt auch eine gewisse Hitze und die hält natürlich jetzt die Hitze auch noch ein bisschen. Deswegen ist das gar nicht schlimm, wenn man die jetzt noch ein bisschen stehen lasse. Aber gucken euch noch einmal das fertige Endresultat an und das riecht und duftet super lecker.